Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Solos Project und wir sind noch immer hier auf diesem Anfängerstrand und bewegen uns jetzt hier mal langsam weiter. Da hätten wir noch... das ist doch zum Kotzen. Das ist blöd. Ich finde das nicht gut. So, wir sind auf alle Fälle in der letzten Episode hier abgestürzt und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir langsam weiterkommen. So, finde einen Platz für einen Unterschlupf. Das scheint mir doch passend zu sein. Was ist hier? Trinke von einer frischen Wasserquelle. Na toll. Ich will hier nichts kombinieren. Ich will es einfach nur benutzen. Steinschwer. Aha. Kann ich noch mehr trinken? Und wenn ich jetzt noch viel mehr trinke, dann muss ich wahrscheinlich pullern. Moment, wir trinken einfach noch mehr. Und wir könnten eigentlich mal ins Inventar gucken. Haben wir hier auch eine leere Flasche? Jetzt ist sie wieder voll. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und was ist das? Trockene Wurzel. Brennbar, zerschneidbar, benötigt Werkzeug. Dann würde ich doch mal sagen, hallo. Wo ist denn mein scharfer Stein? Genau, jetzt wählen wir hier so ein Ding aus und jetzt haben wir eine Fackel bekommen. Oder? Brennbar, unvollständig. Ich würde jetzt hier im Zweifel mal noch ein Schlückchen trinken. Und dann gehen wir mal weiter. Und was ist das hier? Ziel. Zielpeilung. Finde etwas Brennbares. Ja, aber... So, dann nehmen wir das halt auch noch mit. Befinde Öl und verwende es mit der Fackel. Zielpeilung irgendwo da draußen, okay. Offensichtlich wird dann wohl noch ein bisschen Öl irgendwo rauslecken. Ich glaube, jetzt könnten wir hier auch wieder mehr mitnehmen, oder? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Moment, noch eine Trinkflasche? Geht auch nicht. So, Zielpeilung. Finde Öl und verwende es mit der Fackel. Wir wählen mal hier eine Fackel aus. Und jetzt, wie geht das? Jetzt müssen wir hier auch wieder warten, okay. Haben wir jetzt zwei Fackeln gemacht? Ja. Jetzt haben wir zwei Ölfackeln, okay, super. Wo sollen wir jetzt dahin gehen? Achso, eine anzünden. Ich denke, das Thema ist erledigt. Die Fackel brennt. So, jetzt kriegen wir eine neue Zielpeilung. Oh oh. Akt 1, das Erwachen. Eine Verbindung wurde etabliert und jetzt... If you succeed, we'll have a 15-year journey ahead. The team here are rooting for you.
Okay, die haben offensichtlich wenig Angst und Sorgen um uns. Interessant. Okay, Verbindung wieder verloren. Und jetzt? Die Nächte sind sehr kalt, okay. Das heißt, wir sollten wohl wieder zurückgehen in die Höhle. Und dann werden wir das halt auch mal tun. Das sinkt das Thermometer, ja. Es sinkt langsam ab. Dann ist es wahrscheinlich wirklich an der Zeit, reinzugehen. Und die Kilokalorien im Übrigen auch. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir gehen nochmal ins Inventar und futtern was. Ich würde die Konservendosen gerne mal behalten. Das jedoch sieht doch ganz interessant aus. Reminder, Mission Objective. Re-establishing Satellite Uplink, highest priority. So, dann wählen wir wieder die entzündete Fackel aus. Den Stein brauche ich jetzt nicht auch noch. Also wir versuchen jetzt einfach mal hier tiefer reinzukommen. Das muss doch irgendeinen Grund haben, dass das hier ist. Wir können hier nochmal trinken, aber ich glaube, dass wir... Die sind wahrscheinlich total voll, ja, was das angeht. Ist alles super. Hier ist alles super. Oh, was ist das denn? Na, hier wandern definitiv schon mal andere Wesen auf dem Planeten. Und da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Okay. Wir gucken nochmal auf unser Ding. Es ist jetzt also irgendwie angeblich Nacht, oder? Ich würde sagen, wir schlafen hier jetzt einfach. B musste man wohl drücken. Das Spiel wird nur nach dem Schlafen gespeichert. Oder wenn das Level gewechselt wird. Schlafen stellt Gesundheit wieder her. Die Menge hängt von der Schlaflänge und Qualität ab. Die Qualität und die Fähigkeit zu schlafen wird von dem Klima, den Bedingungen des Schlafplatzes bestimmt. Die Zeit vergeht beim Schlafen, du kannst sterben, wenn du an einem unsicheren Ort schläfst oder deine Stats niedrig sind. Ja, wir testen es einfach mal. Wir schlafen jetzt 10 Stunden. Okay, offensichtlich können wir nicht in der Hocke schlafen. Wenn wir hier aufstehen? Wir können tatsächlich aufstehen. Wieso können wir eigentlich keine Pilze essen? Na egal. Wir erwachen hoffentlich auch wieder aus dem Schlaf. Ich habe ein kleines bisschen Angst. Okay, wir leben noch. Das ist jetzt... Was ist Starvation imminent? Das heißt, wir sollten wohl irgendwas essen. Wir essen jetzt mal so eine offene Dose. Das sollte jetzt gereicht haben. Wir nehmen wieder die entzündete Ölfackel. Was denn? Siehst du gerade drohendes Verhungern? Das habe ich doch jetzt abgewendet. Jetzt geht's auch wieder ganz schicki. So, das können wir wieder weglegen und ich würde sagen, wir wählen irgendwie ein Rohr oder so aus. Jetzt, Mann. Oder ein Stein. Wir nehmen einen scharfen Stein und ich glaube, wir gehen nochmal kurz zurück und trinken noch einmal. Wir wissen ja nicht, wann wir das nächste Mal wieder eine Wasserquelle finden und dann geht's mal weiter. So. Jetzt habe ich mindestens 20 Liter getrunken. Super. Also was das betrifft, geht es uns gut. Dann versuchen wir jetzt hier draußen irgendwo hinzulatschen. Können wir mittlerweile mehr mitnehmen? Ja, wir können mittlerweile mehr nehmen. Da würde ich doch eher sagen, dass wir die leere Dose wegwerfen. So, dann nehmen wir doch die mit. Mhm.
Die Laufwerke funktionieren hier offensichtlich noch immer. Ich glaube, mit Q konnten wir Sachen wegstecken. Okay. Ja, wo sollen wir denn jetzt mal bitte hinlatschen? Wir gehen einfach mal hier den Strand entlang, denke ich. Dann gucken wir mal, was wir hier entdecken. Wir müssen uns auf alle Fälle darum kümmern, dass wir noch irgendwo was zu essen aufbleiben. Das wäre super. Und wir werden ein bisschen zickzack hier gehen, damit wir ja keinen Hinweis übersehen. Oder Nachricht. Hier scheint aber gar nicht mehr so viel zu sein. Ich frage mich ja wirklich, was hier los ist. Oh, guck doch mal. Guck doch mal, da brauchen wir jetzt wieder unsere Fackel. Das könnte jetzt der Teil sein, den wir schon durch diese verschlossene Tür gesehen haben. Vielleicht ist hier irgendwas Besonderes. Da ist tatsächlich was. Unbarmherzige der wenigen. Upgrade aller Resistenzen. In der Nähe. 0 von 4. Okay, Klimaresistenz, Hunger und Dehydrationsschutz. Plus 1%. Allerdings ist damit jetzt auch klar, dass hier auf diesem Planeten wohl irgendwie mal eine fremde Kultur gelebt hat. Denn irgendjemand muss diese Hinterlassenschaften ja hier gelassen haben. Das sieht wie eine Opferkammer oder so aus. Und die beten zu irgendwas. Das ist ein Mechanismus, der aktiviert werden kann, dann... Da hinten ist, hat sich irgendwas geöffnet, glaube ich. So, was hätten wir denn hier? Aktuelle Geschwindigkeit 0 in der Nähe. 1, bla bla bla. Ein Geschwindigkeitsbonus von... 1, okay. Ansonsten scheint jetzt hier nicht mehr so viel zu tun zu sein. Da kommen wir nicht rein, ne? Nee, da kommen wir nicht rein. Aber ich habe die Vermutung, dass die Höhle, die wir da am Anfang gefunden haben, dass sich hier jetzt das Gitter geöffnet hat. Und deshalb werden wir jetzt nochmal den Weg zurückgehen und dann gucken wir mal, was sich da verbirgt. Also ich hoffe, dass das jetzt war. Sonst wäre das ein bisschen doof. Da ging es nicht weiter. Nee, da ging es nicht weiter. So, das packen wir mal wieder weg. Das brauchen wir nicht. Und dann gehen wir zurück zu der Höhle. Können wir rennen? Das ist Rennen, oder? Ja. Und das da draußen sieht aus wie so ein Funkturm. Jetzt werde ich beinahe reingelatscht. Ich weiß nicht, was da passiert, ob wir dann Schaden kriegen oder so. Müssten wir testen. So. Gucken wir mal. Gleich wieder die Fackel rausholen, wenn wir klettern. Na? Brennende Fackel. Nee, das ging jetzt nicht auf. Was haben wir denn dann bitte aufgemacht? Hm. Okay, da war es nicht. Ja, kein Plan, Leute, kein Plan. Sollen wir nochmal zurückgehen zu dem Mechanismus? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht habe ich aber es übersehen. Ja, oder wir haben was in der anderen Höhle aufgemacht und wissen jetzt halt im Moment einfach noch nicht, was das genau war. Das kann natürlich auch sein. Wir schauen einfach nochmal nach. Ich meine, so viele Probleme kann das ja nicht machen. Ich würde da gerne rausschwimmen, aber ich habe die Vermutung, dass wir dann sterben. Jetzt wartet mal, da war doch ein Lichtsignal, oder? Nee, da kommt jetzt nichts mehr. Hm. Doch.
Ja, müssen wir da hin? Ich bin halt unsicher, ob wir das überleben. Ich stelle mir das ziemlich kalt vor. Der Kontakt mit Wasser senkt deine Temperatur. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wir bleiben jetzt erstmal an Land. Hallo? Jetzt hänge ich hier irgendwie im Wasser fest. Ja, super. Drohende Unterkühlung, ja, ja. Warning. Operator, cold and wet. Temperature dropping. Also, es war keine gute Idee. Wir hätten das definitiv nicht überlebt, wenn wir da jetzt weitergelatscht werden oder weitergeschwommen wären. Das war schon richtig, hier abzubrechen. So. Dann folgen wir einfach nochmal allem. Drohende Unterkühlung. Ja, ich weiß aber auch nicht, was wir dagegen machen können. Wäre natürlich praktisch, wenn wir irgendwie... ja. Das klingt nicht so gut. So, wir sehen uns hier nochmal ein bisschen um. Ein Leuchtfeuer. Operator, cold and wet. Inventory full. Können wir irgendwas wegwerfen, was wir nicht mehr brauchen? Ich glaube einfach, so ein Stein ist einfach doof. Wir werfen den Stein weg und nehmen ein Leuchtfeuer mit. Mit Hilfe eines Leuchtfeuers kannst du Orte markieren. Aha. Ladungsverzeichnis. Wilson PDA, Leuchtfeuer, Medpack, Rucksack. Ui, Rucksack. Und ein Leuchtstab. Wir müssen uns mal ein bisschen näher umgucken, ob hier irgendwo ein Rucksack liegen könnte. Was ist das? Ist das essbar? Nee, ich will dich einfach nur mitnehmen. Gut, gehen wir mal hier lang. Rasse der Trostlosigkeit. Was haben wir hier liegen? Ein weiteres Utensil. Upgrade aller Resistenzen. Artefakte und besondere Ausrüstung von deinem Schiff verbessern deine Attribute. Erkunde die Welt, um sie zu finden und deine Fähigkeiten zu erweitern. Im Stats-Menü kannst du deine aktuellen Upgrades sehen. Inventarplatz, Tauchzeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Gesundheit, Fallschaden und Klimaresistenzen sind erweiterbar. Okay. Ich denke, wir holen schon mal wieder die Fackel raus. Eine Zielpeilung. Finde einen Weg in die Höhle. Gleich, haben wir irgendwas übersehen? Was ist das? Na gut. Wir lesen mal die Seite. Wenn dein Schiff abgestürzt ist, sammle so viele nützliche Gegenstände wie möglich aus dem Wrack, bevor du andere Gegenden wanderst. Selbst die einfachsten Gegenstände können überlebenswichtig sein, wenn sie richtig angewendet werden. Ja, das stimmt wohl. Kann man das Zeug nicht irgendwie mitnehmen und dann insgesamt speichern, oder? Jetzt habe ich das fallen lassen. Oh, wir sollten was essen. Dann essen wir doch noch was aus der offenen Dose. Super Sache. So. Jetzt finde einen Weg in die Höhle. Ja, toll. Wir können wieder hochklettern. Oder irgendwie von oben reinspringen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sollen wir mal testen? Nein, 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 nein. Nee, das nützt uns auch nichts.
Da kommen wir so einfach nicht rein. Au, 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 au. Das war jetzt nicht so gut. Schlafe, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Ich glaube nicht, dass hier drin schlafen, dass jetzt hier außen schlafen gut wäre. Wir müssen noch ein bisschen rumlaufen, glaube ich. Vielleicht finden wir noch irgendwas, wie wir da dann reinkommen. Also im Moment habe ich keine Ahnung, wie wir da reinkommen sollen. Hm. Und es wird schon wieder Nacht. So, was können wir denn jetzt damit machen? Die linke Maustaste zum Craften. Was ist das denn? Und da hätten wir noch eine Pflanze, die wir nicht mitnehmen können. Super Sache. Hier ist jetzt auch nichts. Wir müssen vielleicht dann gleich nochmal zurück und dann in der einen Höhle, wo wir gerade waren, schlafen. Also jetzt nicht die, wo wir den Eingang suchen, sondern die, wo wir davor waren, wo wir dieses Artefakt aktiviert hatten. Es gibt hier offensichtlich sowas wie Wale. Okay. Hm. Ich find's interessant, also... Das Spiel wirft einen hier so irgendwie in die Welt und nimmt einen nicht so an die Hand. Das ist auch mal interessant. Und so, was haben wir denn hier? Wow. Das scheint wohl jetzt richtig gute Zeug zu sein. Kraftnahrung. Ich hätte gern... ein Teleporter. Werfe... Bla, keine Ahnung. Man kann es nicht wirklich vernünftig lesen. Teleporter mit T. Okay, das kann ich mir merken. Ansonsten würde ich jetzt hier erstmal noch nicht so viel mitnehmen, oder? Ja, das Inventar ist ja auch voll. Gut. Damit kommen wir aber dann definitiv in die Höhle. Wir können das dann wohl abschießen und dann können wieder reingehen. Nachdem wir jetzt allerdings auch schon wieder bei fast 23 Minuten sind, beende ich die Folge an der jetzigen Stelle. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und dann gucken wir uns die Höhle näher an. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.